Es ist ein Saisonfinale, das Fußball-Deutschland elektrisiert. Wer steigt ab? Wer löst die Tickets für Europa? Wer wird Meister? Souverän weiß ich nicht, weil die Mainzer können auch echt zäh und unangenehm sein. Das würde eigentlich zur gesamten Saison passen. Dann würde wahrscheinlich ein Unentschieden oder Niederlage in Köln auch nicht mehr überraschen. Die Schalker können viel wettmachen mit der Emotion, mit der Wucht des Clubs, mit den Fans. So spannend war der 34. Spieltag eine gefühlte Ewigkeit nicht. Zeit für eine Vorschau, die ihm gerecht wird. Mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Jetzt bei Was geht Bundesliga? Es gibt so viel zu besprechen, Freunde, deshalb wollen wir ja eigentlich gar keine Zeit verlieren. Aber so viel Zeit muss dann doch sein. Wir sind heute mal wieder gönnerhaft unterwegs. Wir verlosen 2x2 Tickets fürs Europa-League-Finale. Wenn das nichts ist, mehr Infos dazu gibt es unten in der Beschreibung. Und ihr müsst unter anderem dafür die Frage beantworten, was sind eure Prognosen zum Saisonfinale? Schreibt sie in die Kommentare und lasst uns ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der 34. Spieltag ist ja eigentlich das, was wir Fußballfans lieben. Emotionen, Spannung pur. Dieser ist ja sogar noch mal ganz besonders. Und deshalb bin ich froh, dass wir einen zu Gast haben, der so einige Saisonfinals erlebt hat. Ja, es ist die perfekte Klammer für dieses Format, Freunde. Wir hatten ihn in der Saisonvorschau schon zu Gast und pünktlich zur letzten Sendung dieser Spielzeit ist er wieder am Start. Herzlich willkommen, The Hammer, Thomas Hitzlsperger. Hallo, servus. Grüß dich. Ja, ich habe dich jetzt nicht umsonst mit deinem Spitznamen anmoderiert, denn 34. Spieltag, ein Hitzlsperger Distanzhammer, da klingelt bei dir was, oder? Absolut, ja genau. Ich glaube nur nicht, dass der VfB Stuttgart dass es denen weiterhilft, wobei sie sollten schon gewinnen gegen die Hoffenheimer. Aber ja, leider sind diese Clubs nicht mehr in der Lage, Meister zu werden, sondern nur noch der BVB und die Bayern. Ne? Richtig, da hast du jetzt schon mal ein paar Punkte angesprochen. Ich nenne natürlich das 2:1 gegen Energie Cottbus am letzten Spieltag der Saison 2006-2007. Ihr seid Meister geworden, auch dank deines Ausgleichs. Wer es nicht mehr im Kopf hat, schaut es euch unbedingt nochmal an. Unglaublicher Treffer. Wir können hier aber tatsächlich nicht loslegen, Thomas, bevor wir nicht einen kleinen, gediegenen Heißmacher bekommen. Und den kriegen wir von meinem Kollegen Yannick Brunner. Samstag, 15.30 Uhr, 9 Spiele Bundesliga. Als Fan kann einem bei dieser Aussicht nur das Herz aufgehen. Besonders dieses Jahr. Denn es ist so spannend wie lange nicht mehr. In Dortmund laufen die Vorbereitungen auf die Party des Jahres. Sollte der BVB gegen Mainz gewinnen, krönen sich die Dortmunder zu Hause zum Meister. Der FC Bayern muss währenddessen auf die 05er hoffen und seinerseits gegen Köln gewinnen. Ansonsten droht die erste titellose Saison seit 11 Jahren. Die punktgleichen Überraschungsteams Union Berlin und Freiburg kämpfen im Fernduell um die Königsklasse. Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt um Platz 6. Und auch im Keller wird geschwitzt. Schalke auf Platz 17, Bochum auf dem Relegationsrang, Stuttgart und Augsburg knapp davor. Alle zittern und hoffen noch auf den Klassenerhalt. Hier möglicherweise das Zünglein an der Waage. Mannschaften, für die es am letzten Spieltag um nichts mehr geht, holen im Schnitt deutlich weniger Punkte als Teams unter Zugzwang. Und das vor allem in direkten Duellen. 9 Spiele, in jedem einzelnen fallen Entscheidungen. Keines ist egal. Das ist das Bundesliga-Finale. Also eine wirklich sehr, sehr aussagekräftige Statistik, Thomas. Wenn es in den letzten 5 Spielzeiten am letzten Spieltag in einer Partie nur noch für ein Team um etwas ging, dann holte dieses Team im Schnitt 2,18 Punkte. Und das könnte ja tatsächlich zum Beispiel im Abstiegskampf Teams wie Schalke und Stuttgart in die Karten spielen. Bochum nämlich hat zum Beispiel mit Leverkusen noch ein Team vor der Brust, für das es noch um was geht. Rein aus Erfahrung, du damals als Profi, ist es so, wenn man als Spieler nicht mehr wirklich ein Ziel hat, hat man so einen leichten Spannungsabfall? Na, ich habe die andere Erfahrung gemacht, weil du es vorher angesprochen hast, das Spiel gegen Cottbus. Die Cottbusser waren schon abgestiegen, es ging um nichts mehr und wir hatten extrem Druck und plötzlich kommt die Nervosität und die Dinge funktionieren nicht mehr so gut, wie man sie einstudiert hat. Also die Nervosität kann einen schon mal lähmen, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass diese Statistik, dass sie so ausgefallen ist, denn bei dem einen oder anderen, der versucht es natürlich am Anfang hart, aber wenn dann der Widerstand zu groß wird, dann gibt man vielleicht mal eher nach. Also es ist für mich einerseits nachvollziehbar, aber ich verstehe auch, das sind alles Profis, jeder hat die Pflicht bis zum Schluss, auch aus Wettbewerbsgründen, alles zu geben.
Aber so sieht es nun mal aus. Und ich bin echt super gespannt auf den letzten Spieltag. Das sind wir alle und den schauen wir uns jetzt einmal an. In jedem einzelnen Spiel geht es noch um etwas. Also eine geilere Ausgangslage kann es eigentlich nicht geben. Und wir fangen mal im Keller an. Schalke 04 auf der 17 muss bei RB Leipzig punkten, um mindestens die Relegation zu erreichen. Thomas, kann S04 mit dieser Wucht, die sie in den letzten Wochen und Monaten an den Tag gelegt haben, einmal mehr einen Qualitätsunterschied ausgleichen? Also ich traue ihnen viel zu, aber in Leipzig jetzt zu spielen, ist finde ich schon eine extrem schwierige Aufgabe. Ich habe sofort das Spiel jetzt in Mainz im Kopf, was da wieder abgegangen ist mit den Schalker Fans, wie die da in den Tausenden dahingeströmt sind. Also der Club hat eine enorme Wucht. Ich fürchte trotzdem, dass für die Aufgabe in Leipzig eine Nummer zu groß ist und dass es sie am Ende dann leider erwischen wird. Aber trotzdem, auch da steckt so viel drin. Das wird ein spannendes Spiel. Definitiv, aber dann höre ich bei dir raus, du glaubst schon, dass Schalke am Ende keine Punkte in Leipzig holt. Es wird nicht reichen für die Schalke, das glaube ich nochmal, weil der Gegner dann zu gut ist. Leipzig hat es extrem gut gemacht in den letzten Wochen und daher ist es so, dass die Schalker schon, das muss man auch über die ganze Saison so sagen, man hat gesehen, dass an gewissen Bereichen auch die Qualität fehlt. Sie können viel wettmachen mit der Emotion, mit der Wucht des Clubs, mit den Fans, nur in dem Fall glaube ich nicht mehr daran, dass sie es schaffen. Ja, Hoffnungsschimmer für die Schalker, bei denen viele darauf setzen, dass Ralf Fährmann wiederkommt. Alexander Schwolo aktuell nicht so in Form. Da entscheidet sich das noch, ob er dann auch wirklich spielen kann. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht entschieden. Wir schauen mal auf die Tabelle. Ein Remis könnte Schalke ja schon reichen, wobei das auch riskant ist, ne? Bochum dürfte dann nicht punkten. Das heißt, eigentlich müsste Schalke sogar in Leipzig gewinnen. Und das gilt natürlich auch für den VfL. Gegen Bayer Leverkusen, traust du Bochum auch mit dieser Emotionalität, die sie haben und mit dem Ruhrstadion im Rücken, zu Leverkusen niederzubringen? Ein Stück weit mehr als den Schalkern in Leipzig. Schon auch, ich habe die Bochumer ein paar Mal gesehen, auch dort immer wieder an der Grenze, Abstiegskampf ist immer wieder bei den präsent. Aber auch Leverkusen, die haben sich gefangen. Ich weiß noch, als ich zu Beginn der Saison gesagt habe, ich traue den Leverkusen sehr, sehr viel zu. Sie haben lange gebraucht, um dahin zu kommen, in die Richtung, wo sie jetzt sind. Qualität ist klar, Leverkusen deutlich mehr als Bochum. Aber auch sie, ähnlich wie Schalke, haben Heimvorteil. Sie haben eine super Unterstützung. Da traue ich den Bochum ein Stück weit mehr zu als Schalke. Mindestens ein Unentschieden kann drin sein. Das glaube ich, ist bei den Bochumern wahrscheinlicher. Okay, und deine finale Prognose ist dann ein Remis? Ich glaube, dass ein Remis dann ist, ja genau. Das könnte dem VfL ja schon wirklich helfen. Also wäre in deinem Szenario mal mindestens die Relegation. Aber da ist ja noch ein Team und jetzt bin ich sehr gespannt. In der Pole Position ist nämlich dein VfB Stuttgart. Hilft die Erfahrung der letzten Saison von diesem unglaublichen Last-Minute-Klassenerhalt, dass auch in diesem Jahr in den Köpfen vielleicht ein bisschen mehr positive Energie ist und dann auch den letzten Schritt gegen Hoffenheim zu gehen? Das ist schon erstaunlich. Ich habe viele Spiele der Stuttgarter gesehen. Zum einen muss ich sagen, wenn Girassi auf dem Platz ist, das ist meines Erachtens die Lebensversicherung, so einen Stürmer von der Qualität zu haben. Endo, auch hervorragender Spieler. Ansonsten war ich verwundert, wie sie immer wieder auch kämpfen mussten, um jetzt noch in dieser Situation zu sein. Aber man hat das Spiel in Mainz auch, wenn man es genau verfolgt hat, da so stabil zu sein, nach Mainz zu fahren und so deutlich und überzeugend zu gewinnen, hat mich beeindruckt. Ich sehe den VfB immer auch vielleicht ein Stück stärker als viele andere, weil ich noch so nah dran bin, auch emotional noch so nah dran bin. Und daher meine ich schon auch, und ich habe das in den letzten Wochen auch gesagt, am besten Spieltag gegen Hoffenheim werden sie gewinnen. Ob das jetzt die Erfahrung der letzten Saison ist oder auch der letzten Jahre, wo sie unter Druck immer wieder auch mal geliefert haben, was es auch immer ist, am Ende wird es reichen. Und dann hätten wir eigentlich noch ein Team mit drin, was sich schon lange in Sicherheit gewähnt hätte. Der FC Augsburg spielt in Gladbach. In deinem Szenario hätten sie jetzt dann keinen Druck, wenn Bochum nicht gewinnt. Aber du hast es ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Bochumer da am Ende vielleicht auch sogar einen Sieg holen. Glaubst du, die Augsburger verlieren in Gladbach und könnten dann vielleicht sogar noch auf den Relegationsrang rutschen? Das glaube ich nicht. Gladbach ist eine interessante Mannschaft. Ich weiß nie so, wie ich sie einordnen soll. Teilweise gute Spiele. Sie haben nach wie vor extrem gute Spieler, aber dann auch oft enttäuschende entweder Ergebnisse oder auch Leistungen. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch die Power haben, am letzten Spieltag nochmal alles rauszuhauen. Die Augsburger sind ebenso interessant zu beobachten. Die schaffen es manchmal gegen sehr gute Teams zu überzeugen und auch zu gewinnen. Vor allen Dingen allerdings zu Hause. Ich wäre nicht überrascht, wenn Augsburg sogar in Gladbach gewinnt.
Okay, dann retten sich die Augsburger und ich fasse nochmal zusammen. Für Thomas Hitzlsperger gehen die Schalker leider, leider muss man sagen, in die zweite Liga. Sie würden sich zumindest mit erhobenem Haupt verabschieden. Bochum in die Relegation. Der VfB rettet sich direkt. Damit sind wir ein bisschen weiter oben angelangt. Champions League und Europa League. Wir beginnen mit dem Kampf um Platz 6. Und wofür das reicht, das erfahren wir ja tatsächlich erst in einer Woche, denn gewinnt Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal, dann reicht es ja nur für die Europa Conference League. Trotzdem natürlich, Leverkusen möchte den Platz verteidigen. Sie sind ein Punkt vor dem VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt nur noch mit theoretischen Chancen. Wer holt sich Platz 6 aus deiner Sicht und erhält die Chance auf die Europa League? Schwer, ich habe vorher schon getippt, unentschieden, Bochum gegen Leverkusen. Das ist super spannend, vor allem, wenn wir zur Eintracht übergehen. Ich glaube, so eine intensive Saison, die haben jetzt viele intensive Spielzeiten erlebt, aber dieses Jahr hat es vielleicht nochmal getoppt. Und jetzt auch dann der Abschied von Oliver Glasner. Ich werde beim Pokalfinale sein, ich freue mich sehr drauf und wünsche es auch Oliver Glasner oder auch den Frankfurter, dass sie da was holen. Also es wäre zu meiner Überzeugung, die Leverkusener werden wahrscheinlich vor den Frankfurtern landen, aber die Frankfurter dann den DFB-Pokal holen. Ja, muss aber den VfL Wolfsburg auch noch mit in die Rechnung holen. Die spielen zu Hause gegen Hertha und gewinnen sie das in deinem Szenario bei einem Unentschieden der Leverkusener, sind sie auf Platz 6. Ja, aber das müssen sie erstmal spielen. Ich bin gespannt. Wir hatten ja die Theorie war am Anfang, dass die Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, dann auch keine Punkte machen. Vielleicht kann die Hertha dann doch in Wolfsburg überraschen. Das ist gut möglich. Aber da, glaube ich, gibt es zu viele Eventualitäten. Damit wir bei dem Bild bleiben, darf Wolfsburg nicht gewinnen. Also würden sie unentschieden spielen gegen die Hertha. Okay, das ist schon mal, würde ich jetzt mal sagen, eine relativ steile These. Hertha natürlich. Eigentlich mental am Boden, klar, wir sind abgestiegen, da ist einiges jetzt schon im Umbruch. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Und jetzt kommen wir zu zwei Vereinen, bei denen wirklich vor der Saison kaum jemand damit gerechnet hat, dass sie so eine Spielzeit hinlegen würden. Außer ein gewisser Thomas Hitzlsperger in unserer Saisonvorschau. Was sich schon gezeigt hat, ist, dass Clubs wie SC Freiburg und Union Berlin es geschafft haben, natürlich konstant gute Arbeit, den großen Clubs, den Traditionsclubs, die mit sich selbst beschäftigt sind, voraus zu sein und jetzt auch in dem Bereich der Europa League sind. Und das nicht, weil es mal ein Zufall ist, weil es ein gutes Jahr ist, sondern weil sie gute Strukturen haben, weil sie gute Leute haben, die hervorragend zusammenarbeiten. Und ich traue denen wieder viel zu, sowohl Union Berlin als auch Freiburg. Da höre ich auch kein Lamentieren über eine Doppelbelastung, sondern die zwei Clubs funktionieren, das ist beeindruckend und ich wüsste nicht, was sie davon abbringen sollte, von dem Weg auch weiter da oben zu bleiben. Ja, ich würde mal sagen, ziemlich stark gerochen, aber dass es so weit oben sein würde, das hättest du, glaube ich, damals auch nicht im Sinn gehabt, oder? Es ist jetzt einfach zu sagen, doch, das habe ich mir schon gedacht. Aber das meinte ich eben, diese Stabilität, diese beiden Clubs ausstrahlen, sowohl Union Berlin als auch Freiburg, sind definitiv Vorbilder für andere Clubs. Ich bin nicht überrascht, aber klar, wenn man dann jetzt von Champions League spricht, dann ist es schon hoch, weil eben andere Clubs gepatzt haben. Ich sagte es, Leverkusen hätte ich weiter oben gesehen. Aber dass Union Berlin und Freiburg über Clubs wie Wolfsburg und Leverkusen dann ist schon beeindruckend. Es ist wirklich phänomenal. Einer von beiden geht sicher in die Champions League. Wir hatten einen Neuling in der Königsklasse. Und wir schauen auch da auf die Konstellation. Es ist absolute Höchstspannung. Beide sind punktgleich. Union mit 4 Toren vor, hat ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Freiburg die nominell etwas schwerere Aufgabe in Frankfurt. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was du sagst. Wer geht am Ende sensationell in die Champions League? Union, würde ich sagen, weil du es gerade gesagt hast, das ist schon einfach am letzten Spieltag zu Hause. Der nächste Club, der zu Hause eine enorme Power hat mit einer hervorragenden Unterstützung. Also ich denke, das lässt sich Union nicht mehr nehmen. Sie werden zu Hause gewinnen. Und ob dann auch Freiburg in Frankfurt gewinnt, ist eine schwierigere Aufgabe. Aber ich denke, Union wird am Ende in die Champions League Quali einziehen. Was macht da für dich den Ausschlag? Die Heimstärke der Unioner? Robin Knoche, Stabilisator, der zurückkehrt? Naja, jetzt so kurz vorm Ziel zu sein, grundsätzlich die Organisation der Mannschaft zu sagen, über eine ganze Saison geliefert zu haben. Jetzt europäischer Wettbewerb ist ja auch nicht mehr dann ganz neu für sie. Sie haben es einfach geschafft, die Ruhe zu bewahren und das, was sie können, Woche für Woche abzuliefern. Jetzt kann man sagen, es ist nicht immer schön anzuschauen, aber darum geht es letztendlich nicht, zu sagen, welche Mittel habe ich und die setze ich am besten ein. Das hat Union besser geschafft als wahrscheinlich alle anderen Clubs. Und jetzt
kurz vorm Ziel, denke ich, cool zu bleiben, Heimspiel zu haben gegen einen Gegner, der schlagbar ist, der allerdings auch eine gute Saison gespielt hat, Werder Bremen. Aber trotzdem ist Union für mich klar im Vorteil und mitgewinnen. Ja, und dann kann die große Königsklassenparty losgehen. Es ist absolut unglaublich, diese Erfolgsgeschichte der Eisernen und der SC Freiburg in der Europa League. Ne, das weiß man auch aus Kreisen der Freiburger, ist auch ein absoluter Riesenerfolg. Und beide Vereine, das steht jetzt schon fest, haben wirklich ganz, ganz Großes geleistet. Und jetzt, so lieber Thomas, kommen wir zum absoluten Showdown. Dem geilsten Meisterkampf seit langer Zeit, man muss es so sagen. Wir schauen auf die Tabelle. Borussia Dortmund hat die historische Chance, nach 10 bayerischen Meistertiteln den König vom Thron zu stoßen und sich selbst zum ersten Mal seit 2012 zum Meister zu krönen. Wanted ein Sieg gegen Mainz 05. Und man muss ja sagen, es könnte am Ende vielleicht sogar weniger erreichen. Denn wenn der FCB, der keine leichte Aufgabe hat in Köln, stolpert, dann können sie theoretisch sogar verlieren. Patzt der Rekordmeister aus deiner Sicht womöglich nochmal? Das würde eigentlich zur gesamten Saison passen, der Bayern. Es lief wirklich so viel schief, dass sie jetzt in der Situation sind. Und dann würde wahrscheinlich ein Unentschieden oder Niederlage in Köln auch nicht mehr überraschen. Daran glaube ich zwar nicht. Ich meine, dass sowohl Bayern als auch die Dortmund ihre Spiele gewinnen werden und dann Dortmund Meister ist. Und es ist bizarr in diesem Meisterkampf, dass Bayern München, obwohl sie jedes Jahr Meister geworden sind, jetzt in dieser Saison auf einmal den Einbruch hatten. Mit diesem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann auf Thomas Tuchel. Das hat die Bundesliga sehr interessant gemacht, gab viel Gesprächsstoff und die Dortmunder am Ende hatten jetzt den, glaube ich, oder haben den längeren Atem und auch weil sie ein Heimspiel haben, die ganze Stadt schon darauf vorbereitet ist, die werden es durchziehen und am Ende auch gewinnen gegen Mainz. Ja, ich hätte dich ein bisschen im Zaum halten sollen, jetzt hast du uns ein bisschen die Spannungskurve genommen. Ich wollte erstmal über die Bayern sprechen, aber ist okay, wir bleiben mal bei den Bayern. Es rumort ja jetzt auch schon im Hintergrund. Vieles wird auf den Prüfstand gestellt. Wie schwer fällt es da als Profi, sich dann im letzten Spiel bei Kölnern, die versuchen werden, die Bayern aufzufressen, wir kennen sie, da komplett zu fokussieren? Also das glaube ich nicht, dass es schwerfällt, weil die Jungs, die dort spielen, die haben so viel Erfahrung, national, international, dass sie ganz genau wissen, wie das Fußballgeschäft läuft. Sie müssen alles dafür tun, für den Fall, dass Dortmund doch ausrutscht, dass sie nicht gewinnen. Und da müssen sie bereitstehen. Ich meine, diese Schmach sollte Dortmund nicht gewinnen und sie dann selbst das Spiel nicht gewinnen, die will sich keiner geben. Und da schon viel schiefgelaufen ist, sind jeder einzelne Spieler, alle, die dabei sind, mit auf dem Prüfstand. Man wird sehr genau hinschauen, denn die Analyse folgt nach dem letzten Spiel. Und sollte irgendeiner nicht mitziehen bei diesem Spiel in Köln, dann so ist nun mal der FC Bayern, so ist Profifußball, dann gibt es klare Konsequenzen. Also das kann sich keiner erlauben. Und ich denke, mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn haben sie einen, der schon mal all das durchgemacht hat, der den Spielern, glaube ich, sehr gut erzählen kann, dass es sich lohnt, bis zur letzten Sekunde einfach durchzuziehen. Ja, gut, die Frage ist, wie lange darf er ihnen überhaupt noch was erzählen? Ne? Lass uns da auch mal vielleicht noch mal ganz kurz abbiegen. Samstag ist er sicherlich dabei. Ja, das also, stimmt mit Sicherheit. Die Frage ist vielleicht auch, wie viel Autorität genießt er überhaupt noch? Was ist deine Meinung zum FC Bayern? Lass uns da mal ganz kurz bleiben. Was muss sich da im Sommer konkret ändern? Unabhängig davon, ob sie jetzt noch Meister werden oder nicht. Naja, jetzt sind sie erstmal nur Tabellenzweiter, wenn man so will, abgeschrieben. Aber sollte genau das gelingen, dass sie doch noch die Meisterschaft holen, dann wissen sie auch, dass es vielleicht ein glücklicher Umstand ist. Aber dann würde es genau wieder das bestätigen, was ihren Verein ja auch verkörpert. Nie daran zweifeln, nie aufgeben, bis zum Schluss kämpfen, denn man weiß nicht, was in Dortmund passiert. Nichtsdestotrotz ist in dieser Saisonanalyse, muss man alles auf den Prüfstand stellen, ob es einen Trainerwechsel gibt oder gegeben hat und dann natürlich in allen drei Wettbewerben sich so zu präsentieren, dass das ist mit den Möglichkeiten, die der FC Bayern hat, nicht der Anspruch, das kann nicht der Anspruch sein. Und da bin ich selbst sehr gespannt, wo die Hauptverantwortung am Ende liegen wird. Der Aufsichtsrat wird darüber befinden, ob es ausschließlich im Sportbereich ist, ob es auch Oliver Kahn dann treffen wird. Da siehst du denn die Hauptverantwortung, Thomas? Das interessiert, glaube ich, viele. Also ich habe auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, was die Governance betrifft. Ich meine, nach meinem Verständnis ist Oliver Kahn nicht der Chef von Hasan Salihamidzic, sondern Hasan hat die Verantwortung im Sport. Er muss in den Aufsichtsrat berichten. Oliver ist der Sprecher des Vorstands. Nur im Fußball werden die Dinge immer sehr vermischt und das muss der FC Bayern. Ich weiß nicht, wie sie sich da aufgeteilt haben, aber im Sport die Verantwortung, denke ich, trägt auch der Sportvorstand. Und sie sollen aber auch als Team zusammenarbeiten. Ob sie jetzt den gesamten Vorstand dafür verantwortlich machen oder nur Hasan Salihamidzic, das wird für mich spannend sein zu sehen.
Ja, was man so hört, aktuell scheint das Pendel ein bisschen Richtung Oliver Kahn auszuschlagen, dass es vielleicht am Ende ihn trifft. Ich höre jetzt raus, dass du vielleicht einen Tick mehr sogar die Verantwortung bei Hasan Salihamidžić siehst. Aber wir schauen mal, wie sich das am Ende entwickelt. Wir müssen jetzt aber natürlich bei diesem Meisterkampf bleiben. Wenn die Bayern, und in deinem Szenario wird es ja so kommen, führen und der BVB vielleicht, sagen wir mal so um die 30. Minute, noch nicht. Das wird man ja als Spieler auf dem Platz mitkriegen. Kann das dann vielleicht auch so eine Eigendynamik entwickeln und es fängt dann doch bei den eigentlich ja mittlerweile mental starken Dortmundern an, im Kopf zu arbeiten? Ah, das ist jetzt sehr viel Hobbypsychologie, so weit will ich nicht gehen. Ja, das ist mein Job. Jetzt gehe ich zu diesem letzten Spieltag, alle spielen zeitgleich. Das ist ein Traum und ich habe die Diskussion verfolgt jetzt am vorletzten Spieltag. Ich habe das auch bedauert, dass nicht alle zeitgleich gespielt haben. Ich weiß, warum das so ist. Und dennoch ist es nochmal aus Fanperspektive einfach eine Sensation. Alle neuen Partien werden zeitgleich angepfiffen. Diese Dynamik, die da drin entsteht, manche Stadien, dort werden die Ergebnisse auf den anderen Plätzen angezeigt, waren dann wieder nicht oder nur bestimmte Ergebnisse. Das ist die besondere Emotion, die halt der Fußball oder jetzt in dem Fall die Bundesliga auslöst. Daher sage ich, letzter Spieltag absolutes Muss und absoluter Traum. Definitiv. Und du glaubst, die Dortmunder werden es dann am Ende auch souverän gegen Mainz auf dem Borsigplatz fahren? Souverän weiß ich nicht, weil die Mainzer können auch echt zäh und unangenehm sein. Aber es wird reichen für Dortmunder. Du sagst gerade, die Spieler sind noch stabiler. Ich denke gerade an das Spiel in Bochum. Sie fühlten sich natürlich auch ungerecht behandelt, haben damit vielleicht nur kurz gehadert und haben gespürt, hey, wir können es ja trotzdem noch schaffen und sich schnell wieder zu fangen, wieder da zu sein, vorbereitet zu sein, wenn die Bayern stolpern. Das ist schon eine Qualität, die man auch braucht. Die scheinen sie jetzt zu haben. Und daher denke ich, dass sie es hinkriegen am Samstag. Und wenn es dann soweit ist, dann muss man ja wirklich sagen, eine unglaubliche Saison mit so vielen Geschichten. Sebastian Haller, der Mann mit Sicherheit im Fokus, der vielleicht der Mann der Saison werden könnte. Ist es für dich dann am Ende auch eine verdiente Meisterschaft, wenn es soweit kommt? Wenn der FC Bayern seine Möglichkeiten ausschöpft, dann ist es schwer, daran vorbeizuziehen. Aber wenn sie straucheln, sollte man bereitstehen. Das hat der BVB bisher jetzt gezeigt. Und dann wäre es am Ende auch verdient, 100%. Und dann gibt es so viele Geschichten, die man erzählen kann, ob es Sebastian Haller ist oder auch Edin Terzic, der in seiner Art, wie er mit den Spielern umgeht, wie er auch für den Verein steht, wie er nach außen spricht, hat sehr viel Sympathie gebracht, ihm persönlich, aber auch dem BVB. Und das ist schon schön zu sehen, aber da könnte man über viele Spiele, ob jetzt auch Vertragsverlängerung Hummels oder Reus sprechen kann. Da, glaube ich, geht der Stoff nicht aus. Definitiv, ja. Und man muss nochmal sagen, Edin Terzic, der Mann lebt den Traum von der Tribüne an die Seitenlinie. Und es wäre in seiner zweiten Amtszeit und in der zweiten Saison beim BVB der zweite Titel. Zwei verschiedene sogar. Also unglaublich. Aber wir müssen ein bisschen bremsen hier. Ne? Noch ist es nicht so weit. Du glaubst, der BVB wird am Ende Meister. Danke schon mal für deine Prognosen, Thomas. Zum Abschluss würde mich tatsächlich noch eine Sache interessieren. Und ich glaube, das könnte bei vielen Leuten so sein. Du warst während der WM als Experte omnipräsent. Viele haben deine Klarheit auf den Fußball, die Situation beim DFB, wo du ja sehr klar immer auch deine Meinung geäußert hast, sehr geschätzt. Und dich auch gefordert für einen Neuanfang beim Verband. Und auch ich dachte, hey, der ist jung, frisch, hat eine neue Sicht auf Dinge. Warst du im Gespräch beim DFB? Das weiß ich nicht, ob sie über mich diskutiert haben. Ich hatte jetzt keine Gespräche, deswegen ist auch völlig in Ordnung. Es hat die Taskforce gegeben, man hat sich entschieden, auch Rudi Völler. Und ich denke, das ist nachvollziehbar, was die Beweggründe waren. Der Fokus liegt jetzt auf der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und dann wird man sehen, wie es auch weitergeht. Ob das dann am Ende in einer Position beim DFB mündet oder woanders, das ist für mich jetzt zweitrangig. Aber ich verfolge das Geschehen sehr aufmerksam und hoffe nur für alle Beteiligten, dass auch bei der Europameisterschaft wieder eine emotionale Stimmung entsteht, dass die Menschen in Deutschland Lust haben auf dieses Turnier, dass die Mannschaft es schafft, das Potenzial, das sie hat, abzurufen und alle wieder begeistert. Dann bin ich genauso froh, ob ich jetzt eine Position beim DFB habe oder nicht. Okay, aber das heißt, ist für dich gar nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht nochmal dazu kommt? Das weiß ich nicht. Ich bin 41. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre im Fußball Dinge anpacken kann. Wo das ist, weiß ich nicht. Ausschließen wissen wir alle, kann man nie irgendwas. Sondern ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Dingen, die ich gerade anpacke. Was da in Zukunft kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass für den DFB, für die Spieler, für alle, die da jetzt durchgegangen sind bei der WM
und vielleicht keine Freude dabei hatten, dass es in einem Jahr viel zu feiern gibt und alle einfach happy sind, eine tolle EM zu sehen. Auch da ist noch sehr, sehr viel zu tun beim DFB. Ich meine, mindestens werden wir dich wahrscheinlich hoffentlich dann wieder als Experte im Rahmen der Heim-EM sehen, aber vielleicht ja auch sogar in einer anderen Position. Vielen lieben Dank, Thomas. Das hat sehr großen Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt einfach auf diesen wunderschönen 34. Spieltag. Danke dir. So machen wir's. Danke auch. Also wenn es nach Thomas Hitzlsperger geht, ihr habt es gehört, dann bleibt alles so, wie es ist. Borussia Dortmund wird deutscher Meister 2023. Was wäre das für eine Party auf dem Borsigplatz? Dem Rekordmeister bleibt nur Rang 2. Und die Schalker müssten den bitteren Gang in Liga 2 zurück antreten. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns alle riesig auf dieses Bundesliga-Wochenende. Für morgen, am Freitag schon mal die Ankündigung, da gibt es noch unsere große Vorschau auf Saisonfinale in der zweiten Liga. Haben wir ein kleines Special für euch. Seid da auch gerne wieder mit am Start. Also genießt diesen unglaublichen letzten Bundesligaspieltag. Macht's gut. Ciao, ciao.